Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Soul Reaver 1. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Mit unserem guten Ravi. Und ja, nun wollen wir mal schauen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Wir nehmen hier aber mal so eine Fackel mit. Wer weiß, wofür wir sie gebrauchen können. Oh Gott! Das Heiligtum der Clans. Verfallen zu Ruinen. Hinter diesen Mauern standen einstmals die Säulen von Nosgoth, das Reich Kains. Wie kläglich es mir nun erscheint, zu Staub zerfallen all die Pracht der goldenen Tage. Wurde ich nicht eben erst befreit? In dieser kurzen Spanne zwischen meiner Hinrichtung und meiner Auferstehung lagen offenbar Jahrhunderte. Katastrophen erschüttern diese Welt. Die Natur leistet Widerstand gegen die schmarotzenden Legionen Kains. Ein einziger Augenblick reichte Kain, um das Schicksal dieser Welt zu besiegen. Kain war nicht willens, sich selbst zu opfern, um das Gleichgewicht in Nosgoth wiederherzustellen. Daher verurteilte er die Welt zu diesem Verfall. Damals begann die Auflösung. Nun ist sie fast vollendet. Nosgoth taumelt am Rande des Zusammenbruchs. Die empfindliche Balance ist zerstört. Ja, da hat Kain damals wohl ordentlich Mist gebaut, beziehungsweise jetzt wird mal alle weghören für die entweder mein Projekt nicht gesehen haben von Blood Omen oder die nicht oder die schon wissen, was hier Sache ist, beziehungsweise was bei Blood Omen Sache war. Denn das könnt ihr jetzt für manche, die den vorherigen Teil nicht kennen, kann ein kleiner Spoiler sein. Wir haben uns ja damals, oder wir hatten ja damals die Wahl, dass wir Nosgoth opfern oder nicht. Gut, Blood Omen war damals als eigenständiges Spiel geplant. Es war nie geplant, dass es noch den zweiten, dritten, vierten, fünften Teil gibt. So wie es dann ja gekommen ist. Und deswegen hatte Blood Omen damals halt ein offenes Ende. Gut, ich hatte, da ich die anderen Teile schon kenne, habe ich mich wohlweislich dafür entschieden, die Welt zu opfern. Einfach weil sonst die restliche Story ja keinen Sinn machen würde. Wenn ich jetzt die anderen Spiele nicht toll finden würde, hätte ich wahrscheinlich mich einfach für das gute Ende entschieden, so wie ich es auch getan hätte, wenn die anderen Spiele noch nicht gekannt hätte. Und ja. Das ist der Welt wohl nicht ganz so gut bekommen, dass wir das damals getan haben. Denn wir sehen, was daraus geworden ist. Es ist alles zerfallen. Alles heruntergekommen. Was, wie ich zumindest vermute, auch mit daran liegt, dass die Güter in Blood Omen 1 wurden ja quasi gebucht. Das falsche Wort dafür. Die wurden halt ins Verderben gestürzt und wurden halt wahnsinnig. Die sind halt nacheinander korrumpiert. So ähnlich wie jetzt halt diese Gegend hier. Und ich vermute mal, sicher bin ich mir natürlich nicht, dass dasselbe jetzt halt auch, weil Kain ja der Hüter des Gleichgewichts ist, sich aber geweigert hat, die Säulen zu läutern, dass er halt auch von diesem Wahnsinn befallen ist, den halt auch die anderen Hüter damals befallen hat. Und ja, deswegen sieht das Reich jetzt, glaube ich, so aus, wie es aussieht. Und deswegen glaube ich, dass auch die Vampire, die wir gerade getroffen haben, so aussehen, wie sie aussehen. So, und wir sind jetzt hier bei einer kleinen Besonderheit, die wir aber schon gesehen haben. Und zwar sind diese Türen, durch die wir gerade durchgegangen sind, Teleportertüren. Womit wir hier den Teleporter freischalten können. Und jeder Teleporter, oder ja doch, jeder Teleporter hat ein eigenes Symbol.
welches auch eine Bedeutung hat. Das hier ist unser Startraum quasi. Und das Symbol kennen wir noch nicht. So. Gehen wir mal wieder raus. Achso, und einmal kurz speichern, bevor ich es vergesse. Jetzt war der Test. Eins. Fertig. Ja, jetzt mal komme ich drauf. So. Zu den einzelnen Bedeutungen komme ich dann jeweils. Die Vampire, die wir aber gerade getötet haben, die muss man nicht zwangsläufig töten. Ich glaube, bis auf der eine kommen sie eh alle wieder. Von daher werde ich die meisten Vampire, die es hier gibt, überspringen. Sofern es möglich ist. Den hier nicht. Ich weiß nicht, ob er immer wieder kommt, aber wir töten ihn einfach mal vor sich selber, dann wissen wir es. Und wir brauchen eh Leben. Von daher... So, ich bin ein Fan davon, meine Speere mitzunehmen. Ah, dieser Ort müsste uns bekannt vorkommen. Dies zumindest blieb gleich. Der endlos wirbelnde Strudel des Abgrunds. Mein Grab. Stätte meiner Wiedergeburt. Zwar hatte sich die Landschaft Nosgoths stark verändert, doch dank dieser Klippen wusste ich, wo ich war. Das Gebiet meines Clans lag im Westen. Gespannt erwartete ich Neuigkeiten über das Schicksal meiner Nachkommen in den vergangenen Jahrhunderten meiner Abwesenheit. Ja, als Kind war es tatsächlich sehr witzig, denn ich habe irgendwie verpeilt, dass Roselia hier quasi nach vorgeschickt wird. Und ich dachte immer, ich müsste da hinten lang. Das heißt, ich habe mich meistens ziemlich blöd angestellt und mich immer gefragt, kommt man weiter. Bevor man genau mit der Nase aufgestoßen wird. So, die zwei Wege da hinten sind uns noch egal. So, und was ich, als wir eben beim Heiligtum waren, vergessen habe zu sagen, sind diese Fahnen oder Flaggen. Dieses Symbol wird im vierten Teil auf jeden Fall nochmal vorkommen. Rein theoretisch erfährt man dann sogar die Bedeutung dieses Symbols. Hier ist es halt, ja, Kains Symbol oder ich weiß nicht, Reichssymbol. Seinen eigenen Clan hatte er ja nicht, er ist ja der Herrscher. Er hat ja seine Unterclans hier. Auf jeden Fall ist das halt sein Zeichen. Wir werden noch mehrere davon finden. So, jetzt wollen wir erstmal hier rüber. Und herausfinden, was hier hinter steckt. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hier ein Vampir ist. Ich frag mich immer, ob das die Zunge ist, die da rausguckt. Ich meine immer, das wäre eine Zunge. Oh Gott. Ich liebe die Szenen, die jetzt gleich kommen. Also nicht diese hier, sondern die Musik zu einer Szene, die gleich kommt. Wenn die jetzt schon kommt. Kannst mich auch selber angreifen. Aua. So war das nicht gemeint. Bitte schnell, bevor dein Bruder kommt. So. Was machst du denn da hinten? Unglaublich. Turnt er da hinten rum. Er hat ja gar nichts zu suchen. Hey, lass mich meine Seele raum. Ja? Ja, komm. Wir nehmen den hier mal. Der ist schöner. Oh, diese Musik. Ich liebe sie. Alles verwüstet. Mein einstmals stolzes Geschlecht von dieser Welt gewischt wie Exkrement von einem Schuh. Ich kannte die Hand, die dies getan. Ja, ist doch gar nicht so schwer herauszufinden. Tachchen, hörst du auf? Hallo. Danke. Jetzt.
Nein. Aus. Brutus. Aus. So. Lass mich dich aussaugen. Ja. Razis Clan-Symbol. Clan-Symbol. Clan hat sich minimal verändert, würde ich sagen. Gut, wir wissen nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Aber sicherlich nicht so. Denn das sieht doch schon sehr düster aus. So, da ist aber auf jeden Fall noch eine Teleportertür. Ich versuche immer meine Katze so zu setzen, dass ich entweder in der Unterwelt lande oder nach einem bei oder nach einem Teleporter. Natürlich müsst speichern. Aber so kann ich mir halt die Punkte immer besser merken. Das mache ich halt privat auch immer so. Wenn irgendwas wird, dass der wirklich fertig ist. So. Gut. Achso, speichern. Ich sag's gerade noch. Ich rede gerade noch groß vom Speichern. Wer tut's? Ich nicht. Das Lied, was jetzt auch gerade läuft, ist quasi Raziels Team. Und wird in den nachfolgenden Teilen auf jeden Fall immer wieder zur Geltung kommen. Außer im vierten Teil, glaube ich. Da nicht. Und für alle, die fragen, das hier ist der zweite Teil. Weil es ist ein bisschen verwirrend. Man muss oder sollte sie zumindest in der Reihenfolge Blood Omen 1, Soul Reaver 1, also den Teil hier. Soul Reaver 2, Blood Omen 2 und dann Defiant spielen. Wäre zumindest ratsam. Bleibt natürlich jedem selbst belassen, aber es ist halt ja quasi die logische Reihenfolge und auch nach Erscheinungsdatum. Meine ich. Weiß gar nicht. Blood Omen 1 kam, glaube ich. Welche Waffe? Kam den Blood Omen 1, ich glaube, 1996 kam, glaube ich, Blood Omen 1 raus. 1999 das hier. Ich weiß gar nicht, entweder 2001 oder 2002 kam Soul Reaver 2 raus. Ja. Ah, da. Das ist die Tür, durch die wir müssen. Ich hätte gerade die Befürchtung, dass es hier einen Bug gibt. Die Musik hier leiser wird, das auch gut. Das bedeutet, dass es hier keinen Musikbug gibt. Ja, es gibt keinen. Es kommt nämlich noch eine sehr interessante Szene. Nein, bitte! Diese hautlosen Gestalten mit ihrem verwesenden Fleisch erkannte ich nicht wieder. Sie rochen nach Vampir, aber nagten an den Leichen ihrer Opfer wie die Hunde. Ja. Das hier sind quasi die Melchahim. Und das ist aber einer der wenigen Menschen, die noch leben. Denn Nosgoth hat nicht mehr viele Menschen hier. Wir ignorieren die hier aber. Die Besonderheit bei diesen Gegnern ist, dass sie sich durch den Boden wühlen können. Den hier lassen wir mal kurz leben. Und bevor es jetzt gleich weitergeht, erzähle ich am besten erst mal zu Ende. Also die Besonderheit bei diesen Gegnern ist, dass sie sich durch den Boden fühlen können. Und dass sie erwähnt, das Fleisch ihrer Opfer sehen. Also sie trinken nicht nur deren Blut, sondern sie brauchen auch das Fleisch von ihren Opfern. Weil sie sind eigentlich eher so Zombie-ähnlich. Also genauso also sie verwesen. Die Viecher sind immer noch am Verwesen.
Und unter mir ist ein Mensch, den ich absichtlich... Diese Leichenhalle wies die untrüglichen Zeichen von Melchias Clan auf. Wie tief war unsere Art gesunken, wenn diese Teufel die Abkömmlinge meines hochgeborenen Bruders waren? Waren sie so verkommen, dass sie Neulinge aus den Welten Leichen rekrutierten, die hier bestattet waren? Da seht ihr es. Schön am Leiche. Da. Genau das wollte ich euch nämlich zeigen. Die bohren sich dann quasi so durch den Boden. So. Und hier erfahren wir, oder haben wir jetzt auch den Namen unseres Bruders erfahren, zu dem wir auf dem Weg sind tatsächlich. Und zwar Melchia. Und Melchia war der schwächste der Brüder. Derer waren es, meine ich, 6. Und ja. Mal gucken, was wir noch zu Melchia erfahren. Mein Bruder Melchia wurde als letzter erschaffen und erhielt daher den geringsten Teil von Kains Gabe. Obgleich unsterblich, nagte Verwesung an seinem Leib. Zu schwach war sein Geist, als dass er sich dem Verfall widersetzte. Diese Schwäche, so scheint es, vererbte er seinen Nachkommen. Ihre rissige Haut konnte den darunterliegenden Verfall kaum bedecken. Ja. Das macht das Ganze nicht gerade besser. Also, Melchia wie auch seine Kinder sind quasi am Verfallen, sofern sie kein Menschenfleisch kriegen. Und das ist die ekelhafteste Treppe in allen Videospielen. So. Haben wir hier wieder einen kleinen Safe-Punkt. Das hier ist übrigens Melchias Clan-Symbol. Kann man sich halt gut merken, weil sich oder weil das Zeichen halt aussieht wie so ein reges M. Mit viel Fantasie natürlich. Und ich würde sagen, ich mache hier auch erst einmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Also, ciao!